So, ich freue mich als nächsten Referenten, Referentin, die Frau Dr. Kerstin Gernig begrüßen zu dürfen. Wir haben so eine ähnliche Zielgruppe. Wir kümmern uns um Gründer und Startups. Und Frau Gernig hat ein Programm entwickelt, wo sie eben auch die Gründer betreut. Und ein Baustein dieses Programms ist das Thema Empfehlungs- und Referenzmarketing. Und darüber bin ich aufmerksam geworden und habe gedacht, da können wir noch was lernen. Und vielen Dank, dass Sie heute hier sind und Ihr Wissen mit uns teilen. Vielen Dank für die Einladung. Wäre das okay, wenn ich Sie duze? Das würde mir das Leben einfacher machen. Ich glaube, wir sind ja hier alle auf Augenhöhe unterwegs, wollen unser Wissen austauschen. Ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, in Indien in der Hängematte gelegen und mich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe relativ spät gegründet, mit Ende 40. Duzig oder sitzig? Und da habe ich mir gesagt, ich komme aus der Welt der Geschäftsführer, ich möchte eigentlich meine Klienten nicht mehr sitzen, weil das für mich so ein bisschen das Insignium der Welt vom Status und von Hierarchien ist. Und ich habe ganz bewusst gegründet und gesagt, ich möchte jetzt eigentlich mal aus der Welt der Konkurrenz raus und in die Welt der Kooperation. Deswegen bin ich der Einladung von Andreas auch sehr gerne gefolgt, heute hier zu sein. Du sagtest gerade, wir hätten eine ähnliche Zielgruppe. Ja, ihr seid ja sehr Mewis geschult mit der EKS-Strategie. Ich habe eine extrem spitze Zielgruppe. Um nicht zu sagen, ich habe zwei Zielgruppen. Ich bin Business Coach für berufliche Neuanfänge in der Lebensmitte. Und arbeite mit dem Symbol der Walnuss. Weil ich extrem faszinierend finde, dass aus so einer kleinen Walnuss ein bis zu 30 Meter hoher, bis zu 150 Jahre alter Baum werden kann. Und ähnlich ist das ja auch mit uns. Wir waren noch kleiner als so eine Walnuss. Und aus uns kann ein bis zu 2 Meter hoher, bis zu, sagen wir mal, 100 Jahre alter Mensch werden. Und vom ersten bis zum letzten Atemzug geht es letztendlich um Entfaltung der eigenen Potenziale. Und davon haben wir alle sehr viele mitbekommen. Und die können wir permanent weiterentwickeln. Und da ich selbst in der Lebensmitte gegründet habe mit Ende 40, habe ich mir gesagt, das wird auch meine Zielgruppe werden. Das sind ja extrem spannende Menschen. Und ich habe über diese Zielgruppe ein Buch geschrieben, das heißt Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Für dieses Buch war ich 2 Jahre lang unterwegs, von Berlin bis nach Sri Lanka, auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern. Die findet man ja nicht an jeder Straßenecke. Und Auswahlkriterium für mich war, ich habe 21 Unternehmer und Unternehmerinnen in dem Buch porträtiert, dass sie eine Festanstellung gekündigt haben, in der Lebensmitte, was ein extrem mutiger Schritt ist. Wir hörten vorhin schon den Begriff der Sicherheit, die Sicherheit des festen Gehalts aufzugeben. Und dann, dass sie ein Unternehmen gegründet haben, was entweder alte Märkte revolutioniert oder neue Märkte schafft. Und ich durfte hinter die Kulissen von 21 extrem spannenden Unternehmern und Unternehmerinnen schauen. Und die habe ich porträtiert mit ihren Erfolgsstrategien und auch mit ihren Geschichten in diesem Buch. Insofern ist eine meiner Zielgruppen Menschen in der Lebensmitte, die sich selbstständig machen wollen. Und dafür habe ich auch dieses Programm konzipiert. Denn wir können auf 3 Arten lernen. Die edelste ist durch Nachdenken. Die härteste ist durch eigene Erfahrungen. Und die einfachste ist durch Nachahmen. Und wenn man ein Programm folgt, weiß man einfach, dass andere diesen Weg schon gegangen sind. Und man kann sich sehr viele Umwege ersparen. Beispielsweise, dass ich selbst 4 Websites in 4 Jahren konzipiert habe. Das muss nicht sein, wenn man gleich weiß, wie eine konvertierende Website aussieht. Ja, heute soll es um einen ganz, ganz kleinen Baustein meines sozusagen Coaching-Programms gehen, was auch über ein Jahr geht. Und meine zweite Zielgruppe sind Unternehmer, die schon länger am Markt sind und die ins Sog-Marketing kommen wollen durch eine Nischenpositionierung. Denn wir alle wissen, wenn ein erfolgreicher Pianist, ein Problem an seiner Hand hat, wird er nicht zum Allgemeinmediziner gehen, sondern zu dem besten Handchirurgen, den es gibt, um seine Karriere nicht zu gefährden. Und was ist schöner, als von den Kunden automatisch im Internet gefunden zu werden? Und genau das mache ich. Ich führe durch meine Nischenpositionierung die Unternehmer ins Sog-Marketing, sodass man nicht mehr mit Push-Marketing permanent irgendwas in den Markt hineindrucken muss. Ich bin da selber angekommen, das fühlt sich extrem gut an. Ich saß letzte Woche am Flughafen, wartete auf meinen Flieger nach München und wurde angesprochen von einer Frau, darf ich Sie mal ansprechen? Meine ich, ja klar. Sind Sie nicht die Frau Dr. Gernig? Sage ich, ja, die bin ich. Woher kennen wir uns? Ich verfolge Sie ja schon seit 7 Jahren. Vor 7 Jahren habe ich gegründet. Und es ist ein tolles Gefühl, wenn man etwas aufgebaut hat, was die Menschen interessiert und wo sie einem folgen. Und davon möchte ich eben heute einen kleinen Baustein zeigen. Wer ist denn hier bitte bei Facebook?
fast alle. Wer ist bei LinkedIn? Deutlich mehr. Wer ist bei Pinterest? Deutlich weniger. Wer ist bei Twitter? Ungefähr die Hälfte. Und wer ist bei Xing? Auch ziemlich viel. Es ist ja extrem spannend, wie die sozialen Medien unsere Welt verändern. Und ich möchte diejenigen einladen, die bei Facebook sind, keine Facebook-Phobie haben, das Empfehlungsmarketing, über das ich jetzt in der nächsten Stunde sprechen werde, doch gleich zu praktizieren. Holt eure Handys raus, macht ein Foto, stellt es auf Facebook ein, schreibt einen netten Kommentar dazu. Wer nicht bei Facebook ist, kann genau das Gleiche bei LinkedIn machen. So funktioniert interaktives Empfehlungsmarketing, wenn man sozusagen gleich sagt, wir gehen gleich in Medias Res. Genau das Gleiche bei Twitter. Ich nutze Twitter überhaupt nur für solche Veranstaltungen, um Fotos zu machen und die Referenten, die ich höre, dazu promoten. Das Gleiche bei Pinterest. Pinterest hat ja den großen Vorteil, dass man sehr stark mit Bildern arbeiten kann. Bilder sind überhaupt das Medium unserer Zeit, getoppt natürlich noch von dem Film. Deswegen habe ich auch meinen Filmemacher Matthias Kindler mitgebracht, der mich auf sehr viele, ich bin ja als Speakerin, Coach und Bloggerin unterwegs und er begleitet mich häufig, wenn ich Vorträge halte. Eigentlich meistens, wenn ich keine Fachvorträge halte, sondern eher Keynotes. Und bei Pinterest kann man halt wirklich ganz toll Pinnwände anlegen. Es wird eine eigene Pinnwand geben, dann zu jedem Event, wo ich so unterwegs bin. Mal gucken. So, und das ist dann eben ganz schön, wenn man dann mit den Leuten in Kontakt ist, dass man sagen kann, rumschicken, geht mal auf die Pinnwand drauf, da findet ihr die Bilder und was macht man lieber, als ein Bild von sich selbst dann auch nochmal im Nachgang einer solchen Veranstaltung zu sehen. Weil ich jetzt hier gerade das Bild von Tolga Önal sehe, der die Elopage-Konferenz ausgerichtet hat, den halte ich für den Steve Jobs unserer Zeit. Der ermöglicht nämlich Menschen wie mir, Solopreneuren, die ja im Allgemeinen 3 Mitarbeiter haben mit den Vornamen Me, I and Myself, dass das Leben lebbarer wird. Der Gestalt, dass wir Tools haben, die uns das Leben viel einfacher machen können. Und bei der Elopage-Konferenz habe ich, weil Hermann Scherer die Keynote gehalten hat, ein Backstage-Interview mit ihm gemacht. Und dann hat mir Hermann Scherer danach eine kurze Audiobotschaft zugeschickt und mir gesagt, also wie ich positioniert sei, das ginge ja gar nicht. Das sei ja viel zu spitz. Wer lädt denn jemanden ein, der über ungewöhnliche Unternehmer Vorträge hält? Wo findet man denn überhaupt Menschen, die zu einem ungewöhnlichen Unternehmer werden wollen? Ich müsste doch über das unternehmerische Potenzial von Angestellten sprechen. Dann würden mir alle Bühnen offen stehen. Ich will aber nicht über das unternehmerische Potenzial von Angestellten sprechen. Warum nicht? Weil ich 80% der Arbeitsbedingungen da draußen für total krankmachend halte. Und die schönste Lebensform ist die der Selbstständigen. Und wir sind nicht als Angestellte geboren worden, wir sind dazu gemacht worden. Ihr alle nicht. Und ich kann auch jeden, der hier im Raum ist, nur beglückwünschen, diesen wunderbaren Weg der Selbstständigkeit eingeschlagen zu haben. Das ist nämlich ein vollkommen anderes Leben. Aber für Menschen, die eben lange angestellt waren, auch eins, was sehr viel Angst macht. Und jetzt einen ganz kurzen Überblick, worum es gehen soll. Erstmal die Frage, wie gewinnst du überhaupt deine Kunden für Testimonials? Darauf möchte ich eingehen. Dann, wie baust du dein Referenzmarketing richtig systematisch auf? Denn das kann man. Dann gibt es bestimmte Tools, die man fürs Empfehlungsmarketing nutzen kann und die möchte ich zeigen. Dann geht es auch um das Thema smarte Kooperation, weil man natürlich Empfehlungsmarketing nicht nur durch seine eigenen Kunden machen kann, sondern was machen denn die ganzen großen Online-Marketer heute? Sie machen einen sogenannten Listentausch. Das heißt, sie empfehlen sich gegenseitig. Und wenn einer eine Liste mit 20.000 hat und der andere auch, dann ist da richtig Musik drin, was Empfehlungsmarketing angeht. Und wenn man dann noch von jemandem empfohlen wird, der ein gewisses Standing am Markt hat und der geschätzt wird, ist da noch mehr Musik drin. Dann wird es auch um Netzwerke gehen, die fürs Empfehlungsmarketing einfach großartig sind. Ich werde 2 Arten von Netzwerken vorstellen. Das eine Netzwerke, in denen ich selber bin und das andere Netzwerke, die ich selber gegründet habe. Dann möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, welche Arten von Referenzen es überhaupt gibt. Dann auf die Bedeutung der Referenzen, die durch Medien natürlich erzeugt werden können. Und zum Schluss, warum Auszeichnungen großartige Referenzen sind für einen, für die eigene Positionierung. So ist der Ablauf. Es können jederzeit zwischendrin Fragen gestellt werden und ich werde auch ein paar interaktive Parts haben, weil wir wissen, mit der Crowd Intelligence, hier sitzen so viele intelligente Menschen mit extrem vielen Erfahrungen im Raum, dass ich gerne an bestimmten Punkten einfach sammeln würde, was ihr für Erfahrungen mit den Dingen gemacht habt. Ja, fangen wir mal an, wie du deine Kunden für Testimonials gewinnst. Ganz einfach. Das Allerwichtigste. Der Call to Action. Der Call to Action ist das Allerwichtigste überhaupt.
Zufriedene Kunden werden manchmal sicherlich von sich aus sagen, ich mache gerne was, aber das ist eher die Ausnahme. Man muss Menschen dazu auffordern, irgendetwas zu tun. Man muss ihnen das auch ganz konkret sagen, was man damit vorhat und wofür man das braucht. Und dann gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von Testimonials. Und es gibt Menschen, die haben noch nie eine Referenz geschrieben. Die haben überhaupt keine Ahnung, wie man sowas macht. Die wissen auch nicht, was für einen selber sinnvoll ist. Und deswegen, wenn ich solche Menschen vor mir habe, biete ich auch an, ein bisschen zu unterstützen. Da ich als Business Coach arbeite, frage ich nach jeder Coachingstunde am Ende, was war die Perle des Coachings heute? Und ich schreibe das auch mit. So dass ich am Ende eines langen Coaching-Prozesses viele Aussagen habe, was für die Menschen in der jeweiligen Coaching-Stunde wertvoll war. Und daraus schreibe ich dann manchmal ein Testimonial, was ich denjenigen zuleite und sage, wäre das so in Ordnung. Das mache ich natürlich nicht in der Regel. Das mache ich nur, wenn ich einfach merke, jemand ist komplett damit überfordert, für mich eine Referenz auszustellen oder ein Testimonial zu schreiben. Dann ist natürlich ganz entscheidend, Bewertungsportale zu verwenden und dafür gibt es heute großartige. Wer nutzt denn Bewertungsportale hier im Raum? Das sind ja nicht sehr viele. Darf ich mal fragen, welche? Proven Expert. Proven Expert, super. Das ist eins der wichtigsten überhaupt. Und da es hier noch so wenige gibt, biete ich gleich an. Ich bin Affiliate-Partnerin bei Proven Expert. Jeder, der mir seine Visitenkarte gibt, wird danach einen Affiliate-Link von mir bekommen. Was gibt es denn noch für andere? Für welche Zielgruppe ist dieses Kennst du einen? Noch andere? Google. Super. Google ist eines der wichtigsten Empfehlungsportale überhaupt. Was noch? Facebook. Und dann gibt es natürlich noch diverse Branchenportale, also Kununu beispielsweise für Arbeitnehmer und Arbeitgeber und ganz viele Branchenportale für Ärzte, ja Media, wo man halt jeweils gucken muss, in welchem Bereich man unterwegs ist. Ja, Amazon ist auch ein Portal für all diejenigen, die ein Buch geschrieben haben. Wer hat denn ein Buch geschrieben hier im Raum? So. Und habt ihr alle ein Amazon-Profil? Ja, das ist großartig, weil bei Amazon ist ja immer, wer das Buch gelesen hat, hat sich auch für dieses Buch interessiert. Und auch das sind alles kleine Bausteine vom Referenzmarketing. Branchenportale, Google, Proven Expert und natürlich, was noch nicht genannt worden ist, extrem wichtig, die eigene Website nicht zu vergessen. Weil alle diese Portale, wir wissen nie, wie lange es die geben wird, die Empfehlungen und die Referenzen gehören auf die eigene Website. Entweder auf eine eigene Seite mit Referenzen oder unter den jeweiligen Angeboten, die man im Portfolio hat. Und die sozialen Medien sind genannt worden. Darauf möchte ich jetzt ein bisschen stärker eingehen. So, Call to Testimonial oder Call to Action, wie man das auch nennen möchte, das habe ich gemacht, als mein Buch herausgekommen ist. Es ist 2014 bei Mormon Publishers erschienen, war für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis nominiert. Und auch Buchrezensionen, die Leute lesen ja immer weniger. Der Slogan der diesjährigen Republika, der größten Digitalkonferenz Deutschlands, war TL:DR. Too long didn't read, genau. Und dann hatten sie Moby Dick, das gesamte Buch, über die gesamte Fläche ausgestellt. Es gibt Statistiken darüber, dass heute nur noch 20% der Bücher gelesen werden. Von daher alle, die Bücher schreiben, schreibt kurze Bücher, fasst euch kurz, möglichst viel Nutzwert, das wollen die Leute, aber keine langen Schinken mehr. Das heißt nicht, dass es keine Leser mehr gibt, aber das ganze Medienverhalten hat sich eben zugunsten von Podcasts und auch Videos extrem stark verändert. Das heißt, diejenigen, die ein Buch haben, ich habe meinen Verlag damals bei der Frankfurter Buchmesse unter anderem damit gewinnen können, dass ich eine komplette Marketingstrategie für mein Buch entwickelt hatte. Und wenn ihr bei Amazon entsprechende Kundenrezensionen haben möchtet, fordert, denkt euch einfach Sachen aus, wo ihr die Leute auch auffordert, mal ein Buch zu schreiben, mal eine Rezension zu schreiben. Weil die Leute, die sich gerne auf Amazon äußern, sind so Leute, die einen Stern geben, das Buch nicht gelesen haben, aber einmal richtig eins auswischen wollen. Gibt's auch. Und wenn man das dann aber ein bisschen konterkarieren kann mit den eigentlichen Lesern, dann relativiert das Ganze ein bisschen wieder. Ja, und bei Amazon kann man halt seine Vita einstellen. Man kann alle Bücher einstellen, die man veröffentlicht hat. Und insofern ist das auch eine tolle Möglichkeit, einfach zu zeigen, was man so gemacht hat. Dann die Bewertungsportale.
Also was schon genannt worden ist, Google ist extrem wichtig. Und wie ihr hier an meinen debakulösen 8 Google-Rezensionen seht, habe ich das komplett vernachlässigt. Weil ich den Leuten immer nicht zumuten wollte, die müssen ja ihr Google-Passwort vorliegen haben, um sich erstmal einzuloggen und dann können sie erst die Referenz schreiben. So, und mit den Passworten für die eigenen Tools ist ja bei vielen Menschen so eine Sache. Deswegen habe ich gedacht, ach Google, ich nehme mal Proven Expert, reicht vollkommen aus. Ich werde das jetzt aber ändern, dass ich bei einigen ausgewählten Kunden schon darum bitten werde, dass sie Google-Rezensionen nochmal on top schreiben. Und Leute, die sehr zufrieden sind, werden das auch machen. Dann Proven Expert. Das sind ja doch extrem viele Leute, die dieses Portal hier noch nicht kennen. Ist ein ganz, ganz tolles Tool für Empfehlungsmarketing. Warum? Ihr könnt für jedes eurer Produkte eine eigene Umfrage anlegen. Also ein Vortrag wird eine andere Umfrage als ein Workshop, eine andere Umfrage als ein Mastermind-Programm, als was ihr verkauft habt, was auch immer. Und meine Empfehlung aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, wäre, man kann extrem ausdifferenzierte Umfragen machen mit bis zu 150 Anklickmöglichkeiten. Lasst das. Macht maximal 3 bis 5 Sachen zum Anklicken. Keiner hat heute Lust, 150 Fragen zu beantworten. Das muss schnell gehen, das muss einfach sein. Das muss den Algorithmen entsprechen, die alle kennen. 5 Sterne, wo man sagen kann, okay, ist 5, 4, 3, 2, 1 Stern. So, dann die höheren Weihen von sowas ist, was man machen kann. Wer von euch hat denn hier Funnel im Raum? Diejenigen, die beispielsweise einen Bewertungsfunnel haben, ich werde nachher einen vorstellen, die können das so machen, wenn diejenigen auf die Landingpage zur Bewertung kommen, dass bei 5 und 4 Sternen das direkt an Proven Expert übertragen wird mit einem netten Dank für die Bewertung und dann bis 3 und dann 2.1 geht auf einen anderen Weg, da kriegen sie dann eine E-Mail zugeschickt, ja, sie waren unzufrieden mit der Leistung, würde mich doch interessieren, wir gehen mal stärker ins Gespräch. Weil wir haben alle keine Lust, uns von Nörglern unsere Portale zersägen zu lassen. Aber das sind dann schon die höheren Weihen des Empfehlungsmarketings. Ja, Proven Expert gibt es eine kostenfreie Variante. Da kann man bis zu 10 Bewertungen kostenfrei einstellen. Allerdings erst, wenn man ein höherpreisiges Paket gebucht hat, dann, es gibt einen Haufen API-Schnittstellen, kann man aus allen Tools, die man nutzt, also Amazon, Facebook, Google, die Sterne einlesen lassen, sodass man bei Proven Expert tatsächlich ausgewiesen hat, also hier bei mir sieht man jetzt, ich habe 400, ich weiß nicht, ob ich hier so einen kleinen Pointer habe, mal gucken, das funktioniert da von euch außen links, sieht man, ups, ne, das war der falsche. Festplatte formatiert. So. Sieht man, 445 Bewertungen sind da drauf, davon 318 Bewertungen aus 3 anderen Quellen. Also da sind meine Amazon-Bewertungen eingeflossen, also meine Google-Bewertungen eingeflossen. Und das ist aber toll, dass man alle Bewertungen, die man irgendwo hat, an einer Stelle eben sammeln kann, weil es auf der eigenen Website natürlich was hermacht, wenn draufsteht, was weiß ich, 1.005-Sterne-Bewertungen. Ja, gibt es zu Proven Expert irgendwas zu ergänzen von denjenigen, die das nutzen? Wir hatten von Proven Expert schon mal jemanden hier und haben uns das Portal vorstellen lassen. Ah, okay. Also ich denke, okay, dann muss ich das nicht weiter vertiefen. So in der engeren Auswahl eines Portals, was wir vielleicht auch hier in der Gruppe nutzen wollen. Ja, das würde ich unbedingt empfehlen. Und wie hat sich das auf den Verkauf ausgewirkt, Ihres Buches? Das kann ich nicht sagen, das messe ich nicht. Also ich mache ja diese Bewertung nicht nur für mein Buch, ich mache die ja vor allen Dingen für mein Coaching. Also wir haben 6.000 Coaches am Markt in Deutschland und da muss man halt schauen, dass man da schon seine Professionalität unter Beweis stellt. Und dafür ist mir das viel wichtiger als für mein Buch. Also, ja genau. Hier war noch eine Frage oder eine Anmerkung. Ich fände es wichtig, wenn man Proven Expert bucht, dass man ein Paket bucht, wo Google-Sternchen mit dabei sind. Ja. Weil die sind dann wieder für die Suchergebnisse relevant. Genau, genau. Die sind dann wirklich relevant. Ja, und dann natürlich die eigene Website. Also das ist, da gehören einfach die Referenzen unbedingt hin. Und das kann man eben auf zweierlei Arten machen. Entweder mit einer eigenen Referenzseite oder aber eben mit einer Seite, wo man sagt, das macht man unter. Ich habe es so gemacht, ich habe 6 Angebote auf meiner Seite. Was weiß ich, Startup-Coaching, Positionierungscoaching, Geldcoaching. Und unter jedem einzelnen Coaching-Angebot sind dann die Referenzen. Da kann man sich dann durchklicken, sich das angucken. Ich mache es auch mit Fotos, weil ich immer finde, dass wenn man ein Foto von seinen eigenen Kunden hat, das nochmal eine viel höhere Überzeugungskraft hat, als wenn da einfach nur Texte steht. Die könnte man fingieren. Beim Foto weiß man ganz genau, da muss natürlich ein Kontakt stattgefunden haben. Und ich mache es dann so, es gibt manche Kunden auch, die möchten gerne anonym bleiben, dann setze ich eine Perle ein und schreibe einfach nur N.A. drunter und kann aber die Referenz trotzdem verwenden, wenn man die gerne haben möchte.
Ja, dann bei Facebook habe ich gestern beim Vorbereiten des Vortrags gesehen, kann man sich auch bewerten lassen. Ich sehe, mich haben anscheinend Leute bewertet, ohne dass ich sie aufgefordert habe. Scheint auch manchmal vorzukommen. Aber diese ganzen Tools, eben Facebook, Xing, LinkedIn, da sind wir auf ganz dünnem Eis unterwegs. Wir wissen alle nicht, wie lange es die gibt. Und ich habe das erlebt. Es gibt bei Xing ein extra Portal, das heißt Xing Coaches. Da war ich drauf. Da habe ich die Leute dann auch gebeten, mich dort bewerten zu lassen und habe vorher auch noch gefragt, bleiben mir denn die Bewertungen erhalten, wenn ich kündige? Dann meinten die ja. Nach einem Jahr habe ich gekündigt, weil mir dieses Portal überhaupt nichts gebracht hat, außer Kosten. Ja, und die Bewertungen waren weg. Und bei Facebook habe ich gestern gesehen, dass sogar Proven Expert, wenn man dann in dieser linken Seitenleiste auf Kundenbewertungen geht, blenden die auch Proven Expert ein, wenn man eben über diese API-Schnittstelle das Ganze miteinander verbunden hat. Ja, und so sieht mein Xing-Coaches-Profil aus. Da ist alles verschwunden, da ist der Header verschwunden, da sind die Bewertungen verschwunden und da sieht man einfach, wir leben in extrem volatilen Zeiten, wo sich vieles sehr schnell verändert. Und wenn man darauf gesetzt hat, kann man im Zweifelsfalle alles wieder los sein von heute auf morgen. Und deswegen unbedingt auf der eigenen Website sammeln. Dann gibt es natürlich einen Haufen Branchenverzeichnisse, wo man auch drin sein kann, wo die Leute einen auch bewerten können. Das habe ich gestern durch Zufall entdeckt, habe mich da mal durchgeklickt, habe gesehen, wie viele Wettbewerber ich habe, wie viele mögliche Kunden in Berlin und meine Online-Sichtbarkeit. Und war dann etwas entsetzt, weil da stand, 21% sind korrekt, 71% sind unvollständig und 8% wurden nicht gefunden. Ich nutze einen anderen Dienst, nämlich Salesurance. Und habe ich denen sofort eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, wie kommt das denn? Ich zahle hier viel Geld, um in allen relevanten Branchenverzeichnissen drin zu sein. Und jetzt kriege ich so eine Auswertung. Und dann sagte der mir, ja, es gibt wahnsinnig viele Portale, aber Salesurance nutzt nur die, die für Google relevant sind, die einen wirklich in dem Google-Ranking nach oben bringen. Das hat mich dann wieder etwas beruhigt. So, wie du deine Kunden für Testimonials gewinnst, das Beste sind natürlich Videotestimonials. Nichts sagt mehr, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber ein Video sagt natürlich noch viel mehr. So, und diese Videotestimonials sind extrem wichtig für eure Landingpages, weil das ist das, was verkauft. Nichts verkauft mehr als ein Videotestimonial eines zufriedenen Kunden, der überzeugende Kraft hat. Und diese Videotestimonials kann man natürlich auch in den sozialen Medien nochmal einsetzen. Also, was gehört heute dazu? Und es kostet einen ja nichts, einen eigenen YouTube-Kanal zu haben, wo dann die ganzen Videotestimonials drauf sind. Und wenn man eine Landingpage hat, ich habe jetzt mal hier eine genommen von meinem Werde, was du kannst, Power Workshop. Das ist bei mir mein Einstiegsworkshop, um mich kennenlernen zu können. Da kann man dann sofort buchen, man kann sich das Programm angucken, die ganzen Strukturen des Aufbaus kennt ihr alle. Und dann kommen natürlich irgendwann auch zwei Videotestimonials rein. Und eins von den beiden spiele ich euch, wenn das klappt, jetzt mal vor. Jetzt weiß ich nur nicht, wie man da drauf kommt. Mal gucken, ob ich hier... So, ich bin jetzt kein Mac-Nutzer. Wie komme ich auf den kleinen Pfeil da unten drauf? Der Pfeil, du siehst ihn auf dem Bildschirm. Und wie komme ich auf den Pfeil drauf, um das anzustellen? Ah, da, jetzt. Ah, das ist... Will aber anscheinend nicht abspielen. Jetzt. Ja, ich möchte euch gerne den Werde, was du kannst Workshop ganz warm ans Herz legen. Meine Erwartungen heute sind voll übertroffen worden. Der Workshop ist sehr gut strukturiert. Man muss sich selber erforschen und offenbaren und bekommt Werkzeuge an die Hand, um das halt auch weiter umzusetzen. Also eine Druckbetankung mit wertvollen Informationen, die man weiter für seinen weiteren beruflichen Werdegang sehr gut nutzen kann. Ganz herzlichen Dank. Wer macht ein Videotestimonial jetzt hier im Raum? So, jetzt wäre mal hochinteressant für alle, die das noch nicht machen. Wie sind denn deine Erfahrungen? Wie kriegst du die Leute dazu, dass die sich vor eine Kamera stellen? Weil das ist nach wie vor eine ganz große Scheu, sich irgendwo vor die Kamera zu stellen. Was sind deine Geheimnisse? Wie kriegst du die Leute dazu? Also erstens machen wir es hauptsächlich für das Recruiting. Aha. Und da ist ganz einfach, dann nehme ich meine Mitarbeiter. Okay, die werden zwangsverpflichtet. Die nächste Gehaltserhöhung hängt davon ab, ob sie es machen oder nicht. Und es funktioniert natürlich extrem, extrem gut, weil ich schicke die Leute, die Bewerber immer auf so eine eigene Job-Sales-Page und da sind die Testimonials drauf und dann
merken die halt gleich, dass eine andere Stimmung bei uns ist, als da, wo sie herkommen. Und das ist, dann sind die schon richtig gepolt. Super. Arbeitest du mit dem Connector? Nee. Nein. Okay, andere, wie kriegt ihr das hin, dass die vor die Kamera treten? Gunnar. Also ich habe sie einfach gefragt. Und die haben ja gesagt. Ja. Super. Warum hat er ja gesagt? Super. Bei anderen, wie waren da die Erfahrungen? Auch einfach gefragt und ja gesagt. Wie macht ihr das mit den Rechten? Irgendwie lasst ihr die was unterschreiben vorher? Nein, weil man kann sie, also ich lass nichts unterschreiben, ich sage das, aber wer sich vor die Kamera stellt, der hat ja quasi seine Einwilligung in diesem Fall schon gegeben. Alte ZDF-Regel. Wenn du in die Kamera guckst und da reinsprichst, dann hast du bist dir ganz klar, dass da eine Kamera ist, ja, und da reinsprichst. Ja. Wir haben bei einem Kunden erstes Thema gehabt, dass wir ein Testimonial aufgenommen haben. Und der sagte dann, aber nicht für Social Media und schon gar nicht für Facebook. Mhm. Er dachte nur für die Website. Genau, das muss man dann absprechen, wofür das genutzt wird. Ja, dann hast du für die Website auch ein Testimonial. Ja, wir haben es halt für Social Media aufgenommen. Also bei mir war es so, eben nach dem Workshop habe ich gesagt, ich würde das jetzt gerne nochmal aufnehmen mit so einem Videotestimonial. Und dann waren da schon so ein bisschen die Leute, die gesagt, irgendwie sie trauen sich das nicht so richtig. Ich habe gesagt, Leute, es gibt heute nichts Wichtigeres für euch als Selbstständige, als die Scheu vor der Kamera zu verlieren. Ihr müsst jede Chance nutzen, die es gibt. Versprecher machen überhaupt nichts, sie machen charmant. Und es ist viel besser, das zu üben und dabei immer besser zu werden, als mit dieser ständigen Angst. Und wer wachsen will, muss eben auch mal einen Schritt ins kalkulierte Risiko reingehen und mal ein bisschen Mut aufbringen und einfach mal was wagen, was er sonst noch nicht gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, wir können das doch so machen, wir nehmen das jetzt auf. Und wenn du danach ganz unzufrieden bist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen es noch ein zweites Mal auf, weil die Dinger sind ja ganz kurz, es dauert ja nicht länger als eine Minute. Oder aber es wird eben nicht gezeigt. Sondern gibt es immer noch einen Teil, die sagen, nee, ich auf gar keinen Fall vor die Kamera, will nicht. Aber es gibt dann doch mehrere. Und dann habe ich sogar schon erlebt, dass die Leute danach regelrecht dankbar waren und gesagt haben, wow, so toll wirke ich vor der Kamera. Das wusste ich ja gar nicht. Jetzt bin ich meine Scheu los. Danke für die Chance, die du mir gegeben hast. Also auch da ansprechen, Berührungsängste abbauen, einfach machen. Wie kuratierst du die? Ich habe da ganz viele Kundenstimmen auf deinem YouTube-Kanal gesehen. Ja, was meinst du mit der Frage, wie kuratierst du die? Naja, es bringt ja nichts, wenn da 200 Kundenstimmen sind und der Nutzer nicht rafft, was ist denn jetzt die beste. Also es würde doch sinnvoll sein, einen Fokus auf die besten Kundenstimmen zu lenken, statt sie mit Masse zu überrennen. Das ist eine sehr gute Idee. Wir sollten uns in der Pause mal zusammensitzen. Darüber habe ich bisher noch nicht nachgedacht. Exzellente Frage. Also bisher ist es ja so, ich habe ja YouTube sozusagen nur als Kanal, damit ich das in meinen Landingpages einbauen kann. Deswegen habe ich das Problem nicht. Mir ist das ziemlich wurscht, was die sich bei YouTube bei mir angucken. Sondern mir ist wichtig, dass die in meinen Funneln auf den Landingpages die richtigen Sachen sehen. Und dafür wähle ich sie halt selber aus. Und schlechte Kundenstimmen würde ich auch nicht hochladen. Ja, ich möchte euch... So, das möchte ich jetzt aber nicht nochmal zeigen. Jetzt wollte ich nochmal eins weitergehen. Erfahrung, wenn du die Kundenstimmen zusammenschneidest, das sieht man ja auch öfters, dass praktisch 5 oder 6 verschiedene Kundenstimmen immer wieder zusammengeschnitten werden in einem Video, weil sich das die Leute eher anschauen und merken, wow, da sind jetzt schon... Ja, genau. Und das ist das zweite Beispiel, was ich jetzt hier mal zeige. Das ist sozusagen ein kleiner Teaser, den ich gedreht habe, beziehungsweise den Matthias gedreht hat, der da hinten steht. Ich hatte leider wirklich einen ganz schlimmen Burnout. Ich kann da mitreden bei diesem schrecklichen Phänomen und ich musste danach mein Leben ändern. Und Burnout ist ja sehr weit verbreitet, gerade unter sehr engagierten Selbstständigen, weil die ganze Digitalisierung ist für uns alle on top gekommen. Das ist nicht so, dass wir die Digitalisierung haben und dafür ist ganz viel weggefallen, sondern sie ist on top gekommen. Sie erleichtert einem sehr viel, wenn man diese Prozesse einmal implementiert hat, aber bis man da ist, ist es extrem viel Arbeit. Ja, und dann war für mich klar, ich war 9 Monate weg vom Fenster, ich muss was ändern. Und als ich dann bis März diesen Jahres war ich in der Klinik und dann habe ich eine E-Mail bekommen von einer guten Bekannten, die mich hingewiesen hat auf eine Ausbildung zum Shinrin-Yoku-Waldbaden-Burnout-Prophylaxe-Coach. Geiles Keyword, finde ich auch. Aber das ist halt ziemlich abgefahren, weil Shinrin-Yoku ist der japanische Ausdruck für Waldbaden. Und das ist momentan ein unglaublicher Hype und es kommt aus Japan, weil die viel stresserprobter noch sind als wir. Aber nicht Bäume umarmen, oder? Doch, unter anderem auch. Auch das gehört dazu, aber es ist nur ein kleiner Teil davon. Ich sehe, es gibt hier schon Insider. Und das war dann verrückt. Dieser Workshop sollte am Freitag stattfinden und ich dachte dann am Montag,
ich müsste den jetzt langsam mal bewerben, damit er auch stattfindet, damit die Welt erfährt, dass es den gibt. Und dann habe ich den am Montag ausgeschrieben mit meiner Marketingstrategie und am Mittwoch war der ausgebucht. Allerdings kleiner Workshop, 12 Teilnehmer, was aber zeigt, dass der Bedarf danach immens ist. Und ich kann nur sagen, in der Ausbildung, in der ich war, 50% der Menschen hatten Burnout und Depression. Und jetzt bei denen, die teilgenommen haben, das Gleiche. Also das ist keine Modeerscheinung, sondern es ist eine zivilisatorische Krankheit, die mit den enormen Belastungen zu tun hat, denen wir ausgesetzt sind. Und in diesem kleinen Teaserfilm habe ich eben auch mal Kundenstimmen zusammengeschnitten. Und das zeige ich gerade mal. Ganz kurz, 2 Minuten. Für mich war es heute total spannend, einfach so aus dem Alltag rausgerissen zu werden, die Natur zu spüren und wieder diese Kleinigkeiten zu sehen und die Fülle. Und das war ein ganz, ganz schönes Gefühl und ich merke, dass ich jetzt total ruhig bin. Ich war heute Morgen gar nicht ruhig. Und auch die letzten Tage war ich total unruhig und auch unsicher. Und ich merke, ich habe heute ganz, ganz viel Kraft tanken können. Ja, ich bin ganz spontan hier zu dem Shinrin-Yoku-Waldbahn-Workshop von der Kerstin Gehring eingeladen worden. Gerling eingeladen worden. War eine tolle Sache. Wusste gar nicht, was es vorher gab. Waldleben baden, wir alle waren schon im Wald und keiner nimmt den Wald wahr und keiner fühlt, was Wald ist. Ganz toll waren die Achtsamkeitsübungen, dass man denken, fühlen, riechen, sehen sollte, bestimmte Dinge und vor allem diese ganzen kleinen Storys und Achtsamkeitsübungen von der Kerstin und der Solveig haben mir sehr gut gefallen und auch vor allem dieses Mantra zu sagen, des bewussten Laufens, ich gehe meinen Weg. Weil das, was Kerstin so schön sagte, jeder sollte seinen eigenen Weg gehen und sich ihn nicht vorschreiben lassen. So, und mit solchen Teasern kann man natürlich gut einfach mal einen Workshop oder was auch immer ankündigen und den Leuten Lust machen durch die Teilnehmer. Und was das Interessante war, diese Frau, die sich jetzt auch noch hier dazu versprochen hat, war eine Journalistin. Und die wollte ursprünglich gar nicht, dass das genommen wird. Ich dachte, das ist menschlich, dass man sich mal verspricht und dass auch mein Name falsch gemacht ist. Das merkt man doch, wenn man heute im Internet unterwegs ist. Dieser Perfektionismus, mit dem ich noch groß geworden bin, der lässt doch angesichts von YouTubern und Multiplikatoren und Mediatoren, das lässt doch alles nach. Es wird doch ganz vieles inzwischen improvisiert. Es sind auch Medien, die poppen auf, die verschwinden wieder. Und von daher, machen ist besser als perfekt, wie mal einer sagte. Einfach ausprobieren und weitermachen. So, Videotestimonial kann man auch in sozialen Medien einsetzen. Ich experimentiere sehr gerne, sowohl mit dem Thema Geld als auch mit vielen anderen Dingen. Und habe dann ich hatte ein Coaching in einem Café mit einer Klientin von mir und habe sie danach einfach gefragt, weil die war total geflasht, ob ich ein kurzes Videotestimonial von ihr haben könnte. Meinte sie, ja klar. So, und was ich interessant finde, das habe ich eingestellt und schon einen Tag später hatte das 183 Aufrufe. Jetzt kann man sagen, ja, 183 ist nicht so viel. Aber es ist auf jeden Fall mehr, als wenn man nur irgendein Foto bei Facebook hochlädt. Und das ist eben virales Marketing. Wenn man diese ganzen Medien so ein bisschen nutzt, zu sehen, wow, geringer Aufwand, echt total geringer Aufwand und 183 Leute haben sich das jetzt angeguckt. Ich bin damit sehr sparsam. Facebook ist kein Marketingkanal. Die Leute sind auch genervt, wenn man die ständig mit Marketing da überschwemmt. Aber wenn man sowas ab und an zwischendrin macht, die Leute entscheiden ja selbst, ob sie es anklicken und sich anschauen oder nicht. Ja, jetzt die Frage, wie man das Referenzmarketing richtig systematisch aufbaut. Also ich würde immer empfehlen, unbedingt einen Videopitch von sich selber auf der Website zu haben. Weil mit nichts ist eine bessere Referenz als ein O-Ton des Unternehmers, des Selbstständigen, des Gründers, des Inhabers. Man will die Menschen heute kennenlernen, wie sie sprechen, wie sie lachen, wie sie sich bewegen, wie sie aussehen. Und es ist ein geringer Aufwand, das kann man entweder selber drehen, indem man sich eben vor sein iPhone mit einem Stativ setzt und da einfach reinspricht oder man engagiert halt einen professionellen Filmemacher. Und pitchen können wir ja nun alle als Unternehmer, das machen wir ja permanent. Dann, was ich gemacht habe, ich werde ganz oft gefragt als Coach, die Leute rufen an und wollen dann wissen, wie ich arbeite und stellen mir die Frage, was kostet das Ganze denn? Und das ist eine blöde Frage. Das ist eine echt blöde Frage.
Vorhin haben wir ja hier gehört, das ist ziemlich ätzend, wenn man Zeit gegen Geld tauscht. Ich bin auch noch so ein bisschen in dieser Ätzfalle drin, bin aber gerade dabei, das verändern zu wollen. Und das ist großartig, was du da aufgeführt hast vorhin. So, und da habe ich gedacht, nehmen wir mal an, ich mache ein Geldcoaching. Zu mir kommen gestandene Geschäftsführerinnen, die davor stehen, eine Gehaltsverhandlung machen zu wollen. Dann mache ich eine Stunde Coaching mit denen. Und durch diese Coachingstunde schaffen sie es, in der Gehaltsverhandlung ihr Gehalt, sagen wir mal, um 20.000 Euro zu erhöhen. Was ist denn da eine Coachingstunde wert? Macht das Sinn, da auf die Seite zu schreiben, ich nehme Summe X? Nee, macht keinen Sinn. Und ich lasse mich auch mit den Preisen anderer Coaches nicht vergleichen. Ich mache ein kostenfreies Vorgespräch, dass die Leute mich kennenlernen können, dass ich mein Programm vorstellen kann. Und am Ende nenne ich natürlich meine Preise. Aber ich möchte, dass die Preise im Verhältnis zu der Leistung stehen. Und deswegen habe ich eine Experten-Checkliste entworfen für Menschen. Das ist extrem schwer am Markt, wenn jemand keine eigene Coaching-Ausbildung gemacht hat, die Qualität eines Coaches einschätzen zu können. Und ich habe eine Checkliste zusammengestellt, worauf jemand achten muss, um den Coach zu finden, der zu ihm als Person und zu seinem Anliegen passt. Dann natürlich, was ich schon sagte, Call-to-Testimonial, dass man die Menschen auffordert, darum bittet. Und jeder Kunde, der zufrieden war, macht das auch sehr gerne. Das ist überhaupt kein Problem. Und ob man dann eben für das Printmedium eher einen Textreferenz nimmt oder eben eine Videobotschaft, das ist ja jedem selbst überlassen. Dann die Plattform auszuwählen, natürlich die zu eurem Business am besten passen. Und man kann einen sogenannten Bewertungsfunnel auch aufbauen. Den werde ich gleich mal vorstellen, den habe ich vorhin schon angedeutet, das habe ich gemacht. Auf meiner Website können sich die Menschen einen Termin für einen kostenfreien Erfolgsstrategie-Check buchen. Ich habe keine Assistentin, ich habe keine Sekretärin, ich bin auch telefonisch eigentlich nicht erreichbar, weil ich bin entweder in Coachings oder bei Vorträgen oder irgendwo unterwegs. So, und das kann man ja heute alles handeln, indem man eine virtuelle Assistenz hat oder indem man eben diese großartigen Tools nutzt. Ich nutze E-Termin dafür. Wer hat hier einen Online-Terminkalender auf seiner Website eingebunden? Okay, ein Drittel ungefähr. Also kann ich nur empfehlen, das ist wirklich großartig. Und das kann man dann eben auch mit einem Funnel hinterlegen. So, ich habe noch diesen einen kurzen Pitch von mir mitgebracht, den ich auf meiner eigenen Website drauf habe. Ja, mein Name ist Kerstin Gernig und ich arbeite als Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmittel mit ungewöhnlichen Unternehmerinnen und ungewöhnlichen Unternehmern. Wenn du dich gerade selbstständig machen möchtest, um deinen Traum zu verwirklichen, oder wenn du schon selbstständig bist und erfolgreicher werden möchtest, dann bist du hier genau richtig. Was heißt ungewöhnlicher Unternehmer eigentlich ganz genau? Ich positioniere Menschen in einer Nische, sodass sie ins Sogmarketing kommen und wirklich ihre Einzigartigkeit zeigen. Es gibt zwei Gründe, warum du als Unternehmer nicht erfolgreich wirst. Entweder hast du ein Produkt oder eine Dienstleistung, die keiner will und keiner braucht. Dann lohnt es sich, darüber nochmal nachzudenken. Oder aber du hast ein richtig geniales Angebot, das deine Kunden auch attraktiv finden, nur du findest keine Kunden. Und dann mache ich mit dir eine Online-Offline-Marketing-Strategieberatung, damit du die Aufmerksamkeit am Markt bekommst, die du heute dank der modernen Medien bekommen kannst. Willst du erfolgreicher werden als Unternehmer? Und gehörst du zu den Menschen, die auch bereit sind, in sich selbst zu investieren? Dann biete ich dir einen kostenfreien Erfolgsstrategie-Check an. Und ich verspreche dir, in diesem Erfolgsstrategie-Check wirst du ein Potenzial entdecken, das du bisher noch überhaupt nicht entfaltet hast. Dafür musst du einfach nur auf meine Website gehen und kannst dir auf meinem Online-Terminkalender einen Termin deiner Wahl aussuchen. Mein Tipp an dich ist, arbeite nicht nur in deinem Unternehmen, denn dann arbeitest du wie in einem Hamsterrad, sondern nimm dir auch immer mal wieder Auszeiten, um auch an deinem Unternehmen zu arbeiten. Denn nur dann kannst du dich wirklich weiterentwickeln. Ich freue mich aufs Gespräch mit dir. Tschüss und vielleicht bis bald. So, und zwei Sachen sind daran total entscheidend. Der Call to Action. Das klingt total blöd, aber geh auf meinen Online-Terminkalender. Buche dir einen Termin deiner Wahl. Man muss die Leute heute wirklich auffordern, bestimmte Sachen zu machen. Und ich denke sehr gerne in Win-Win-Win-Situationen. Also diesen kurzen Videopitch hat auch Matthias aufgenommen. Ich habe ein eigenes Netzwerk gegründet, ein Netzwerk ungewöhnlicher Unternehmer und Unternehmerinnen. Die habe ich alle eingeladen zu einem Netzwerktreffen und habe dann gesagt, das ist doch die Gelegenheit, dass jeder die Chance hat, einen Pitch aufzunehmen von sich. Matthias war da, hat da oben den ganzen Tag über Pitches gedreht und in dem Zusammenhang habe ich auch meinen eigenen Pitch aufgenommen. Dafür muss man ja nicht für sich selber nur mal einen Filmemacher haben, sondern man kann ja sagen, man macht das mal mit seinen Kunden gemeinsam oder sagt, an einem Tag lädt man mal alle
alle Kunden zu einer netten Veranstaltung an, vielleicht zu einer Abendveranstaltung, isst, trinkt was zusammen und nebenher ist dann noch nebenbei irgendwo ein Filmemacher, der das Ganze aufnimmt. Ja, Video-Pitch. So, dann, das ist diese Experten-Checkliste, wo ich mal aufgeführt habe, worauf es ankommt, wenn man eben einen Coach auswählen möchte und wer sich dafür interessiert, unter meiner Website /check-coach kann man sich die kostenfrei herunterladen. Vielleicht eine Anregung für einige hier im Raum, sowas für sich selber auch zu erstellen. Dann ist es, das ist der Online-Terminkalender für dieses kostenfreie Vorgespräch und da kann man eben das telefonisch oder auch live buchen. Und wer das macht, und das ist eben der große Vorteil, wenn man sowas automatisiert, die kriegen eine automatisierte Bestätigung, dass der Termin gebucht ist. Sie kriegen eine automatisierte Erinnerung, kurz bevor der Termin stattfindet, damit er dann eben auch stattfindet. Sie bekommen, nachdem der Termin stattgefunden hat, automatisiert eine E-Mail, mit der Sie eingeladen werden, mich auf Proven Expert für dieses Gespräch zu bewerten. Und das kann man natürlich, wenn man mit Funneln etwas versierter ist, ad ultimo fortsetzen, dass man die dann eben auch gleich in seine Liste übernimmt. Da ich da sehr sauber arbeite mit der DSGVO und dem Double Opt-in-Verfahren, habe ich da jetzt keinen weiteren Funnel dran gehängt. Dann, welche Tools könnt ihr fürs Empfehlungsmarketing nutzen? Proven Expert ist jetzt schon ausführlich besprochen worden. Amazon eben für die, die Bücher haben. Branchenbewertungsportale, soziale Medien haben alle eingebunden, auch Xing, dass man eben da sich bewerten lassen kann. YouTube extrem wichtig, das da einzustellen und natürlich alle Formen von Medien, online wie offline. Das ist ja so, die Digitalisierung hat ja die Printmedien nicht ad acta gelegt, sondern ergänzt. Also von daher hat das nach wie vor alles seinen Stellenwert. Und Auszeichnung, darauf werde ich jetzt im Folgenden nochmal eingehen. Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwelche Tools für Empfehlungsmarketing, die jemand von euch hier im Raum nutzt, die ich nicht erwähnt habe? Kein Tool, aber einen kleinen Tipp. Sie haben vorhin gesagt, dass die Xing-Coaches Referenzen weg sind. Grundsätzlich, was sehr authentisch ist, wenn man lobende E-Mails bekommt, die als Screenshot abzulichten, auf die eigene Website zu ziehen und zu abstrahieren, also komplette Namen nicht rausnehmen, schwärzen und eben, dass man die E-Mail sieht und das dann bildlich einfach auf einer Seite untereinander anzuordnen, die verliert man nie. Die sind authentisch und echt und der Screenshot macht es wirklich. Das kann man bei Xing machen, das kann man aber nicht bei Xing Coaches machen. Also ja, das Screenshot von der Webseite machen, also von dem, wie es noch drin war, hätte man das ja screenshotten können und dann. Ja, ja, genau. Aber damals ging ich davon aus, dass das nicht einfach weggenommen werden würde. Aber das ist ein guter Tipp, eben E-Mails authentisch tatsächlich bei Xing auch mit reinzunehmen. Nur mit Namen. Ohne Namen verlieren sie. Sie verlieren natürlich, also es geht, also Albert Müller aus Buxtehude, 46 ist das Beste, dann Albert N, dann AN, dann Stadtweg, und jetzt mal wieder. So geht man auch im Dialog. Also ich spreche das immer mehr ab, bis er mit seinem Diskretionsgrad einfach. Aber das muss man halt absprechen mit denjenigen, die einem das gegeben haben, ob die das wollen, ob die das zulassen oder nicht. Ne? Ja, wenn es komplett schwarz, klar, dann geht das. Genau. Ach so, ja, ich sehe jetzt einen Screenshot von meinem Thunderbird, also das ganz kleine Programm. Mhm. Dann tut man das so deklarieren, als wäre das ein Ausriss aus einem Schriftstück. Mhm. Und das macht man untereinander. Aber riskierst du dann nicht deine Kunden, wenn du das, also entweder geben sie dir das frei oder du riskierst doch deine Kunden. Also ich würde ja immer fragen. Ich würde auch immer fragen. Es ist einfach eine Stilfrage, ich würde auch immer fragen, bevor ich sowas mache. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Also es gibt ja ein altes Motto, das heißt, wer gibt, gewinnt. Und ich kann nur sagen, mit diesem Motto habe ich auch wirklich außerordentlich gute Erfahrungen gemacht. Bei dem Shinrin-Yoku Waldbaden war das so, ich hatte einen Werde-was-du-kannst-Power-Workshop gegeben und in dem Workshop war Solveig Schmidt und die sagte dann zu mir, ach, ich habe auf deiner Website gesehen, du machst ja auch Shinrin-Yoku Waldbaden. Und sie will sich jetzt damit schwerpunktmäßig selbstständig machen. Und da habe ich gleich gesagt, ich biete dir gerne an, wir können den nächsten Workshop zusammen machen, weil das für sie den Vorteil hatte, sie hatte noch keine Kunden. Dadurch hat sie das erste Mal Erfahrung sammeln können. Dadurch hatte sie auch gleich einen Film, dadurch hatte sie auch gleich Referenzkunden für den Start in ihre Selbstständigkeit. Dadurch, dass eben diese Journalisten dabei waren, hatten wir dann auch gleich einen Artikel in der Reinickendorfer Allgemeinen Zeitung. Der hat mir gleich den zweiten Shinrin-Yoku Waldbaden-Kurs gefüllt. Es waren dann zwei ganz andere Teilnehmer, nämlich die Leser von der RAZ. War aber auch spannend. Und es gibt natürlich auch wunderbare Kooperationsmöglichkeiten, einfach zu sehen, Menschen, mit denen man an Schnittstellen ist. Ich habe den Sven Deutschländer jetzt gewinnen können, der ist Online-Marketing-Experte, mit mir gemeinsam ein Seminar. Wir haben das jetzt hier die VIP-Seminare von Dr. Kerstin Gernig genannt.
Die habe ich jetzt schwerpunktmäßig meinen Coaching-Klienten angeboten, eben aus meiner Liste, die meinen Newsletter empfangen, weil ich einfach weiß, dass SEO, SEA, Facebook-Ads, Google-Ads für viele noch ein Tor mit 7 Siegeln sind. Und die bieten wir, und das hattest du vorhin auch gesagt, zu Sonderkonditionen an. Und es ist einfach großartig, dass man wirklich seinen eigenen Klienten etwas anbieten kann, wovon sie viel haben, und dass man eben das dann nochmal zu Sonderkonditionen auch macht. Das sind 3 Seminare, die finden jetzt am 7. Oktober, am 18.11. und am 9.12. statt. Ganztägige Seminare, wo man sagen kann, 333 Euro für eine Ganztagesveranstaltung von einem Experten ist wirklich großartig. Also wenn hier jemand im Raum sein sollte, aber ihr kennt euch mit dem ganzen Krempel ja wahrscheinlich schon aus, aber ansonsten, wenn ihr jemanden wisst, noch, ist ganz klein, sind 10 Leute. Ja, also solche Kooperationen sind einfach großartig, weil wir haben das natürlich jetzt in unser beider Netzwerke ausgespielt. Sven Deutschländer hat sein Netzwerk, ich habe mein Netzwerk, ich promote ihn, er promotet mich. Und das ist natürlich auch großartig fürs Empfehlungsmarketing, dass man sich gegenseitig unterstützt mit Menschen, die sich schätzen und die sich eben an Schnittstellen auch gut ergänzen können. Also ich habe jedenfalls dann auch ein kurzes Video aufgenommen für Sven Deutschländer, wo ich ihn extrem promotet habe. Und was natürlich für ihn auch wieder eine tolle Referenz war. Und er spielt das jetzt über seine Social-Media-Kanäle aus, ich über meine. So. Und was eben auch einfach ist, wenn man gut positioniert ist, wirklich als ungewöhnlicher Unternehmer in einer Nische positioniert ist und ins Sog-Marketing reinkommt, dann ist ja die beste Referenz, mit wem man wo als geladener Gast oder Referent auftritt. Und ich kann sagen, ich werde, was mir auch sehr viel Freude macht, sehr häufig von Podcastern eingeladen, um Podcast-Sendungen zu bestreiten oder auch bei Online-Kongressen, wie jetzt hier bei dem Passion for Job. Das ist ein Schweizer Online-Kongress, der jetzt stattfinden wird. Die rechnen mit ungefähr 80.000 Zuhörern. Und es ist natürlich eine Reichweite, die man eben heute, und das sind ja alles Reichweitenmedien, die sozialen Medien, die man wirklich im Internet aufbauen kann. Und was auch spannend ist, darüber wurde ja vorhin auch ganz kurz gesprochen, als Affiliate-Partner irgendwo zu sein. Also es ist ein sehr, wie ich finde, sehr raffiniertes Prinzip. Alle Referenten, die kriegen kein Honorar, aber sie sind alle Affiliate-Partner. Das heißt, für jeden Teilnehmer, den ich für diesen Online-Kongress gewinne, bekomme ich anteilsmäßig einen gewissen Anteil an den Gewinnen dieses Online-Kongresses. Und das finde ich ein extrem faires Modell. Das kenne ich auch von Sabine Pierry. Ich glaube, da haben wir uns auch schon mal kennengelernt, die ja auch jedes Jahr ein Social Media Summer Camp macht und da verschiedene Referenten einlädt. Und es ist ja auch wieder eine Referenz, wo taucht man überhaupt auf, wo wird man überhaupt eingeladen. Ja, dann, welche Netzwerke fürs Empfehlungsmarketing sind wirklich großartig? Da gehören natürlich bestimmte Online-Portale dazu. Du kennst wahrscheinlich auch den VGSD, den Verband der Selbstständigen und Gründer. Und alle, die mit dieser Zielgruppe zu tun haben, können dort sogenannte Telcos machen. Das heißt, der VGSD lädt dann, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder die inzwischen haben, aber ein paar tausend haben die auf jeden Fall, lädt seine Mitglieder ein. Also wenn ihr ein tolles Thema habt für Selbstständige und Gründer, bietet es dem VGSD mal für eine Telco an. Das gibt euch zwar kein Honorar, aber entsprechende Reichweite in der Zielgruppe. Ja, da möchte ich euch jetzt mal die vorstellen, in denen ich bin und auch die, die ich selbst gegründet habe. Also am 8. Oktober werde ich jetzt eine Expertentelco geben zum Thema Nie aufgeben, die 5 besten Tipps zum Umgang mit dem Scheitern. Weil wenn man mal 9 Monate als Selbstständiger wirklich komplett weg vom Fenster ist, fühlt sich das schon an wie Scheitern. Und ich hatte tatsächlich in der Zeit alles abgestellt. Ich habe alles gelöscht, meine Clicktip-Accounts, mein Xing-Account, mein LinkedIn-Account, alles aufgegeben. Damit natürlich auch ganz viele meiner Listen ruiniert und abgeschafft, weil ich dachte, ich komme nie wieder zurück. Und das habe ich danach dann eben alles wieder aufgebaut und darüber werde ich berichten und wie man damit umgehen kann. Und was auch interessant ist, bei der VGSD, diese Experten-Telcos werden aufgezeichnet. Das heißt, ihr bleibt dauerhaft im Netz. Ihr könnt das auf eurer eigenen Website auch verlinken. Es gucken sich immer noch Leute an, selbst wenn diese Telco schon längst vorüber ist, wenn der Termin schon längst vorbei ist. So. Dann bin ich im Jahr 2014 vom Bundeswirtschaftsministerium als Vorbildunternehmerin Deutschlands ausgezeichnet worden und habe mich nach der Auszeichnung gefragt, was macht man denn jetzt damit? Und es waren insgesamt, glaube ich, knapp 200 Frauen, die als Vorbildunternehmerin ausgezeichnet worden sind. Und daraufhin habe ich sofort die Berlin-Brandenburger Vorbildunternehmerin eingeladen und gesagt, Leute, lasst uns doch was gemeinsam machen.
Und wir haben dann eine Unternehmerin-Safari ins Leben gerufen, wo sich Frauen bewerben konnten, kostenfrei eine ganze Woche bei uns zu hospitieren, jeweils einen Tag bei einer anderen Vorbildunternehmerin, um ihnen eben Mut zu machen und auch Tipps und Tools mit auf den Weg zu geben, worauf es ankommt, wenn man gründen will und sich selbstständig machen möchte. Und das ist natürlich auch wieder ein wunderbares Empfehlungsmarketing, wo wir uns gegenseitig kannten, uns gegenseitig promoten konnten, gegenseitig Reichweite aufgebaut haben. Und dann, wer ist denn hier im BNI von den hier Anwesenden? Eine nur. Ja, der BNI ist das Business Network International, ist das größte Empfehlungsmarketing-Instrument weltweit. Das ist großartig aufgebaut. Also man muss einmal in der Woche wirklich früh aufstehen, weil wir machen ein Unternehmerfrühstück von 6.30 Uhr bis 9 Uhr. Und da ist richtig Power drin. Es werden provisionsfrei Empfehlungen gegeben. Da werden Millionen umgesetzt, dadurch, dass sich Menschen, die sich kennen, schätzen, vertrauen, empfehlen. Ich empfehle nicht jeden. Ich weiß sehr genau, wen ich empfehle. Und ich bin da vor 7 Jahren schon mal gewesen. Da war mir das zu weit weg. Jetzt ist ein neues Chapter bei mir aufgemacht. Hängt natürlich auch sehr stark von dem Chapter ab. Ich kann jedem nur empfehlen, nehmt mal kostenfrei an so einem BNI-Treffen teil. Kann man bis zu dreimal teilnehmen, um mal reinzuschnuppern, was das ist. Es gibt einige, die machen 50% ihrer Umsätze nur über BNI. Ich habe mir gesagt, ich möchte einen Coaching-Auftrag über den BNI pro Jahr haben, um einfach die Gebühr wieder rauszuhaben. Das kostet knapp 1.000 Euro im Jahr und dann kommen nochmal 1.000 Euro ungefähr für die Frühstücke on top. Ich hatte schon nach einem Monat 3 Coaching-Mandate. Ich muss aber auch, also das ist super, das System. Ich finde das auch echt klasse, weil es gerade dieses Reputations- und Empfehlungsmanagement nicht dem Zufall überlässt. Und auch die Motto 3 sind aktiv, der Rest schaut zu. Das ist systematisiert, aber man muss auch in der Region seine Zielgruppe haben und in dem Chapter oder in den angrenzenden Chaptern müssen die Zielgruppen sitzen. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht nur, also ich kann auch nur sagen, privat bringt es mir unglaublich viel. Weil man hat alles, vom Dachdecker über den Versicherungsmakler, über den Elektriker, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, keinerlei Probleme mehr, irgendjemanden zu bekommen. Weil wen man kennt, man sieht die Leute ja häufiger als seine besten Freunde, das muss man sich mal wegstecken. Jede Woche einmal, da entstehen Freundschaften, da entstehen ganz enge Bindungen, da entsteht wirklich Vertrauen. Und da man da kostenfrei daran teilnehmen kann, ich sage immer, wie Henry Ford sagt, ich prüfe jedes Angebot. Das könnte das Angebot meines Lebens sein. Mal ausprobieren, mal reinschnuppern, schauen, ob die Chemie stimmt, ob man sich da wohlfühlt. Die Chapter ticken auch unterschiedlich. Ich kann nur sagen, für mich ist das etwas, was mir sehr viel Freude macht, wirklich Freude macht. Und man erhält ein-, zweimal im Jahr einen 10-Minuten längeren Pitch eben, dass man dadurch auch bekannter wird und lernt viele Leute kennen. Ja, dann gibt es in Berlin, es gibt ja auch ganz viele Plattformen heute mit Coworking Spaces, wo man Veranstaltungen machen kann, die ihren eigenen Verteiler haben. Auch sowas kommt, bringt einen natürlich ins Empfehlungsmarketing rein, wenn man dann angekündigt wird von anderen. Und dann halt einfach die Veranstaltung, wo man unterwegs ist. Da ich in der Gründerszene bin, werde ich jetzt im Oktober besonders viele Vorträge halten. Einen bei der DEGUT, bei der Deutschen Gründermesse. Aber das läuft hier suboptimal mit dem Klicken. Dann mit dem Entrepreneurship Summit, den hat der Professor Faltin ins Leben gerufen. Es ist derjenige, der die Tee-Kampagne gegründet hat. Das ist eine großartige Veranstaltung für Unternehmer, insbesondere für ungewöhnliche Unternehmer. Und da ist es auch wieder, Empfehlung entsteht auch dadurch, mit welchen anderen Referenten ist man irgendwo auf einem Podium unterwegs. Und ich bin ja Certified Speaker der German Speakers Association und da heißt es immer, Bühne schafft Bühne. Von daher kann ich allen nur empfehlen, haltet Vorträge, zeigt euch, seid präsent, lasst euch weiterempfehlen. Ja, das sind eben dann so die Dinge, wo ich bei Vorträgen eingehe. Dann habe ich aber mein eigenes Unternehmernetzwerk auch gegründet, das Netzwerk ungewöhnlicher Unternehmerinnen, und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Wer arbeitet denn hier als Coach im Raum? So, alle, die hier als Coach unterwegs sind, wissen das ja, was für eine wahnsinnige Kraft in der Spiegelung steckt. Das ist ja die eigentliche Leistung des Coachings. Das ist das Einzige, was wir uns selber nicht geben können. Wir können Videos gucken, wir können Workshops besuchen, wir können Bücher lesen, wir können Webinare besuchen. Wir können Sachen auch davon umsetzen. Aber was wir uns nicht geben können, ist die Spiegelung. Und da steckt eine wahnsinnige Kraft drin, wenn man eben mit einem Sparringspartner einfach mal seine Themen reflektiert, dazu Feedback bekommt, Unterstützung bekommt, wo einem gesagt wird, das ist großartig, oder auch Ideen bekommt.
Und mir ist eben aufgefallen, jetzt durch die letzten Jahre, in denen ich mit ungewöhnlichen Unternehmern zusammenarbeite, dass die alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Und immer den Eindruck haben, sie sind damit total einsam und ganz alleine. Sie sind der erste Mensch auf der Welt, der jene Festanstellung gekündigt hat und jetzt total unsicher ist, wo er seine Knete herbekommen soll. Sie sind der erste Mensch auf der Welt, der mit dem Problem zu kämpfen hat, wie er an Kunden rankommt. Sie sind der erste Mensch auf der Welt, der nicht weiß, ob sich sein Produkt oder seine Dienstleistung verkaufen wird. Sie sind die Menschen, die von allen gefragt werden, ja, aber kannst du das überhaupt schaffen? Ja, aber traust du dir das wirklich zu? Ja, aber bist du dafür nicht schon viel zu alt? Ja, und was machst du, wenn du scheiterst? 80% der Menschen in Deutschland sind angestellt. Und die kübeln ihre ganzen eigenen Ängste über diese Menschen, die sich gerade selbstständig machen, aus. Mit ihren ganzen Ja-Aber-Fragen. So, und in so einem Netzwerk, wenn sie plötzlich im Austausch sind, und das ist ja genau das, was ihr hier habt, euer Netzwerk ist ja nichts anderes, wo ihr im Austausch seid und wo so wahnsinnig viel Power im Raum ist, weil tausende von Ideen zusammenkommen und man sieht, wie es andere machen, was man sich davon abgucken können. Und deswegen habe ich eben dieses Netzwerk gemacht. Und das war das Netzwerktreffen, wo ich dann auch gesagt habe, jeder darf pitchen bei dem ersten Mal. Und jeder kann ein Testimonial abgeben, weil das alles eben meine eigenen Coaching-Klienten waren. Und auch da wieder würde ich empfehlen, dreht Filme über das, was ihr macht. Zeigt euch mit dem. Gehörst du zu den Menschen, die eigentlich etwas verändern wollen, aber es dann doch nicht tun? Dann lade ich dich ein, meine Inspiration zu abonnieren und du liest, was selbstständige und ungewöhnliche Unternehmer in Atem hält und beschäftigt. So, und auch hier wieder, ich mache heute alles mit einem Call to Action. Also was ich mühsamst lernen musste, war verkaufen lernen. Das konnte ich überhaupt nicht. Ich komme eigentlich aus der Wissenschaft. Ich war im Habilitieren in Germanistik. Ich wollte Professorin für Germanistik werden. Dann bin ich in die Wirtschaft abgeworben worden, war 10 Jahre lang Geschäftsführerin in einem Wirtschaftsverband. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich hatte keine Ahnung, wie man verkauft. Und ich bin zu Verkaufstrainern gegangen, zu Dirk Kräuter. Ich habe gesagt, wie macht man das nur? Ja, und der Call to Action war das, was ich mitgenommen habe, was sozusagen eine der wichtigsten Sachen ist, die Leute immer wieder aufzufordern, nein, das wollte ich jetzt nicht, immer wieder aufzufordern, etwas zu tun. Ja, dann zum Schluss nochmal, welche Arten von Referenzen gibt es überhaupt und auch die Vor- und Nachteile? Bei den Zitaten von Kunden, das wurde vorhin schon gesagt, die haben eine umso höhere Glaubwürdigkeit, wenn ein Bild dabei ist. Und da ist es manchmal ein bisschen mühsam, die Leute dazu überhaupt zu bewegen, aber sie haben eine hohe Glaubwürdigkeit. Dann bei Logos. Man kann natürlich auch, je nachdem, was so die eigenen Kunden sind im B2B-Bereich, Logos auf seiner Website bringen, aber Logos sind nicht sonderlich aussagekräftig. Logos sagen ja nicht aus, was ihr konkret mit dem Kunden gemacht habt. Von daher, das macht fürs Image was her, ist aber kein wirklich qualifiziertes Feedback. Was großartig ist, sind natürlich Fallstudien mit den eigenen Kunden als Blogbeiträge, wo man einfach mal beschreibt, was hat man denn mit Kunden gemacht, was ist gut gelaufen, wie sind sie damit umgegangen. Es hat eine ganz hohe Überzeugungskraft, wo man auch hinter die Kulissen dessen blicken kann, was ihr macht. Dann Success Story, die kann man entweder als Blogbeitrag machen. Ich bin jetzt ins Videoblogging eingestiegen. Ich werde jetzt im Oktober zu einem meiner Ex-Coaching-Klienten nach Tirol gehen. Der wollte auch Coach werden. Der kam zu mir und hat gesagt, ich möchte das machen, was du machst. Ich möchte als Speaker, Coach und Autor arbeiten. Da habe ich gesagt, ja. Ist möglich, ein bisschen Arbeit, aber ist machbar. Und er hat nach 10 Stunden Coaching mit mir Geld verdient. Der hatte eine Website, der kam eigentlich aus dem IT-Controlling, kompletter Quereinsteiger, hat nach 10 Stunden Geld verdient und hatte eine Website. Und ich werde jetzt bei seinem Outdoor-Coaching-Programm in Tirol in den Bergen einen Film über ihn drehen, weil ich das einfach großartig finde. Und das verkauft natürlich dann auch wieder. Wenn man zeigen kann, der unterschreibt jede E-Mail an mich mit dein größter Fan. Klar, wenn man Leute erfolgreich macht, werden die zu Fans irgendwann. So, dann Videotestimonials hatten wir. Auch Referenzauskünfte können sehr interessant sein. Also beispielsweise, wenn ich irgendwo relativ viel Geld investiere, dann möchte ich mit jemandem sprechen, der dieses Angebot, beispielsweise so ein Jahresprogramm, schon mal in Anspruch genommen hat, um zu wissen, ist es das Geld auch wert. Und dafür muss man dann die Leute natürlich fragen, ob sie bereit wären, so eine Referenzauskunft zu geben. So, Website hatten wir. Das waren die Logos. Und dann kommt zum Schluss noch Referenzen durch die Medien. Und ich habe auf meiner eigenen Website einen eigenen Medienbereich eingerichtet, um, ich sage immer, tue Gutes und rede darüber, beziehungsweise in Zeiten des Social Listenings heißt es natürlich, tue Gutes und lass darüber reden. Aber wenn man eben im Fernsehen ist, wenn man im Radio ist, dann auch zeigen, weil auch das sind ja wieder Referenzen, die quasi durch die wertvollsten Referenzgeber gegeben werden. Wenn ihr irgendwo angefragt werdet, um Publikationen in einem Online-Journal zu machen, nehmt es auf eurer Website mit drauf. Das macht was her. Hier war das. Dann, wer von euch hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag? Keiner. Also, doch einer.
Also es ist ja nicht ganz einfach, einen Wikipedia-Eintrag zu bekommen. Man muss entweder eine Person des öffentlichen Lebens sein. Wofür hast du den bekommen? Ich habe eine Musikschule und bin über die da drin. Ja, großartig. Also ein Wikipedia-Eintrag ist großartig. Das ist einer der wertvollsten Backlinks, die man haben kann. Gerade fürs Google-Ranking heute. Ich bin drin, weil ich 6 Bücher veröffentlicht habe und dann gilt man eben als Autorin und dann kommt man da auch rein. Aber versucht nie, einen eigenen Wikipedia-Eintrag einzustellen. Das wird nicht funktionieren. Ihr braucht jemanden, der sich da mit den Spielregeln auskennt und das dann für euch macht. Ja, dann bin ich angefragt worden letzte Woche für als Expertin für ein dreistündiges Radio, eine dreistündige Expertenrunde im Radio zum Thema Geld. Und das war eine Journalistin, die war mal in einem meiner Vorträge vor 2 Jahren. Und natürlich kommt ich frage immer an, für sowas gibt es ja kein Geld, ich frage immer an, bekomme ich eine MP3-Datei, die ich auf meiner Medienseite einstellen kann? Weil man kann auch für sich selber Referenzen sozusagen einstellen. Und dann Plattformen nutzen, dann Podcasts, wo ich angefragt worden bin und wo ich natürlich gerne zusage, auch wenn es dafür kein Geld gibt, weil das einfach die Referenzkunden der anderen Leute, wo man eben seine eigene Expertise unter Beweis stellen kann. Ja, in diesem Sinne sage ich, tue Gutes und rede darüber oder auch tue Gutes und lass darüber reden. Und da wir ja jetzt so viel über Referenzen gesprochen haben, ganz zum Schluss noch das mit den Auszeichnungen. Also ich bin bei der BAFA akkreditierter und zertifizierter Coach, das ist das Bundesausfuhramt. Und es hat den großen Vorteil, dass die Coaching-Klienten 50-90% der Coaching-Kosten sich rückerstatten lassen können. Und es ist natürlich auch ein Ausweis von Seriosität an einem Markt mit 6.000 Coaches, wo es kein geschützter Begriff ist, wo sich jeder Coach nennen kann, dass man durch einen Zertifizierungsprozess gegangen ist. Und ich bin gerade als Innovatorin 2020 von der Deutschen Wirtschaft im Bereich Small Business nominiert worden. Und für alle hier im Raum, man kann sich da immer noch bewerben. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das auch machen. Und wenn man dann natürlich solche Preise von renommierten Leuten wie Sigmar Gabriel überreicht bekommt, immer einen Fotografen dabei haben, aufnehmen lassen, zeigen und drüber sprechen. Und dann ist es auch wieder ein schöner Backlink vom Bundeswirtschaftsministerium und von den ganzen, von der deutschen Wirtschaft und was eben alles dazu gehört. Ja, ich glaube, wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung. Und da wir jetzt so viel über Referenzmarketing gesprochen haben, habe ich gedacht, wir machen das jetzt mal live. Das Allerbeste ist doch so ein Facebook-Live-Video, wo jetzt die Mutigen unter euch, ihr habt den Vortrag gehört, viele Informationen bekommen, manche davon vielleicht brauchbar, andere weniger. Wer wäre denn so mutig zu sagen, er würde sich jetzt trauen, direkt live auf Facebook zu gehen und ein Videotestimonial hier mit mir zu drehen oder drehen zu lassen vielmehr. Also, wer macht denn Live-Videos auf Facebook? Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich mache schon. Du machst mit, das finde ich super. Ich mache mit, wenn mir einer zeigt, wie es technisch geht. Du musst überhaupt nichts machen, du musst nur reden. Du musst nichts machen. Nein, ich soll ja für Sie, also das wollte ich ja nicht zu kurz. Genau. Was? Eine richtige Reflexion. Richtig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Entschuldigung, dass es so lang wurde. So. Genau. Also ich finde das ganz klasse. Sag mir deinen Namen mal ganz kurz. Dieter, magst du mal zu mir kommen? Dann können wir nämlich hier gemeinsam davor stehen. Bitte? Magst du mal zu mir kommen? Unten durchklettern, außen rum gehen. Und gleich fotografieren. Genau. Und wieder über den Tisch gesprungen. So, weil dann kann man es doch gleich, da kann man doch gleich vorführen, wie schmerzfrei das Ganze ist. Wenn man so Live-Videos dreht, wir können es ja da vorne hinstellen. Ist das dann live? Kann man das hier sehen? Das kann man sofort live sehen. Klar, ihr könnt jetzt alle auf Facebook gehen. Wir können ja mal hier, ich weiß nicht, kann ich hier live auf Facebook gehen? Wollen wir mal hier drauf gehen auf Facebook? Ja, ich bin schon drauf. Das ist schon drauf. Was muss ich machen? Du musst gar nichts machen. Gar nichts. Du musst gar nichts machen. Außer wir müssen jetzt gucken, wie wir das so hinkriegen. Warte mal. Die Beleuchtung stimmt nicht. Ja, das ist egal. Wir müssen beide drauf sein. Ein bisschen arg scheiß. So geht es besser. Warte mal, so ist schlecht. So ist schlecht, aber so ist gut. Und dann gehen wir jetzt hinten nochmal auf Facebook drauf. Das ist doch richtig cool. Dann können wir das gleich. Also pass auf, ich erkläre dir das erstmal. Hier steht Live-Video starten. Erst wenn ich da drauf klicke, dann sind wir live auf Facebook. Okay. Facebook ist ja ein Medium, wo man maximal, ich glaube, 30 Sekunden reden kann. Oh je. Das ist eine echte Herausforderung.
So, dein Name war Jürgen? Dieter. Dieter. So, dann werde ich dich jetzt ganz kurz vorstellen. Was machst du beruflich? Gott sei Dank, was bin ich eigentlich hier? Also, ich bin Unternehmer. Unternehmer. Ja. So, okay. Dieter ist Unternehmer und den habe ich jetzt gerade, mit dem bin ich jetzt hier gerade in Fulda. Aber ich bin seit über 50 Jahren. Ah, guck mal, jetzt ist ja schon auf meinem Facebook-Account, perfekt machst du das. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das so hinkriegen. So, seit über 50 Jahren Trainer. So, ja. Guck mal, wir machen das mal also so. Ist im Sport oder anderem auch. Pass auf, pass auf. Ich werde jetzt eine Frage stellen. So. So, ich bin jetzt hier live mit Dieter. Dieter ist Unternehmer und wir sind jetzt gerade beim Unternehmertreffen in Fulda bei einem Strategie-Workshop, wo ich gerade einen kleinen Vortrag gehalten habe über das Thema Empfehlungsmarketing. Und wir führen jetzt live vor, wie Dieter mir eine Referenz gibt. Dieter, was hat dir besonders gut an dem Vortrag gefallen und was ist die Idee, die du für dich selber mitnimmst, die du umsetzen möchtest? Ja, die Begeisterung. Also hat bei mir Begeisterung ausgelöst. Und dann natürlich die Eloquenz und die Ehrlichkeit, die Offenheit. Oh, vielen Dank. Das sind aber wirklich ganz nette Komplimente, die du mir hier machst. Also Leute, was ihr macht, ihr braucht unbedingt, ihr müsst ins Empfehlungsmarketing gehen. Und was ist deine beste Idee, die du jetzt mitgenommen hast, Dieter? Wow, ich mache das, was du hier machst. Cool, guck mal, wir kriegen schon Sternchen, wir kriegen schon die ersten Daumen, die hochwandern. Machen wir schon, aber ich bin jetzt so inspiriert, dass ich wahrscheinlich, ich habe mein Team schon informiert zu Hause. Wahnsinn! Die haben schon im Prinzip auf WhatsApp bekommen, damit sie arbeiten übers Wochenende. So sieht Umsetzung aus. Leute, machen es besser als perfekt. Macht es wie Dieter und ihr werdet extrem erfolgreich werden mit eurem Empfehlungsmarketing. Herzlichen Dank, Dieter, für dieses Statement. Sehr gern geschehen. Super gemacht. Super gemacht, oder? Hat eine gute Lehre. Coach ist immer wichtig. Sag's ja. So, und jetzt ist es fast zu Ende, aber noch nicht ganz. Jetzt gehe ich noch mal einmal auf meine Präsentation zurück, bitte. Okay. Ich habe noch zwei Folien, dann seid ihr erlöst vom Empfehlungsmarketing, von diesem Rundumschlag. Aber wenn schon, dann richtig. Ist das noch mal die letzte Folie? So. So, also, die ganz hohen Weihen, wer jetzt ein Smartphone dabei hat und wer 20+1 Erfolgstipps von mir haben möchte, der gibt jetzt diese SMS-Nummer ein. 015735996029 über SMS ausschließlich seine E-Mail-Adresse. Nichts anderes. Dann funktioniert es nicht. Es funktioniert nur, wenn ihr eure E-Mail-Adresse eingebt, dann bekommt ihr innerhalb der nächsten 30 Sekunden meine 20+1 Erfolgstipps in euren E-Mail-Account. Ist es nicht Wahnsinn, was man heute machen kann? Warum ist da kein QR-Code? Warum ist das? Kein QR-Code. Muss ich ja noch abtippen. Musst du, nein, du musst jetzt dein E-Mail-Dings rausnehmen in dein SMS. QR-Code. Ein QR-Code. Ja, habe ich jetzt nicht gemacht. Wenn du nicht tippst, dann kriegst du auch keine Tipps. So, ihr könnt es machen, ihr könnt es abfotografieren, ihr könnt es irgendwann machen, wenn ihr wollt. Und? Ich brauche mein Handy. So, und das Letzte ist, warum habe ich wohl meinen Filmemacher mitgebracht? Doch nicht etwa, damit der meinen Film aufnimmt. Nein, damit er euch aufnimmt. Es gibt jetzt eine halbe Stunde Pause und ich würde mich außerordentlich freuen, wenn viele Leute vor die Kamera treten und sagen, was die Perle war, die sie aus diesem Vortrag über das Empfehlungsmarketing mitgenommen haben und was ihnen besonders gut gefallen hat. Eure Chance. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus